bounds. Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder fleißig am Schwaden, sind ja gerade in den letzten Zügen sozusagen. Und dann heißt es pressen, pressen, pressen. So, damit wir das dann erstmal gepresst haben. Verladen können wir dann immer noch machen. Wir wollten ja dann auch noch schauen wegen einem Ladewagen, der uns das Ganze ein bisschen erleichtert. Es sei denn, ihr sagt, nö, ich soll mit dem Frontlader, beziehungsweise ihr würdet es gerne sehen, wie ich mit dem Frontlader lade, dann könnten wir bestimmt auch das mal probieren, aber nicht auf Dauer. So, genau, machen wir das jetzt fertig. Ja, heute müsste, glaube ich, Wochenende sein und ich hoffe ja mal, dass schönes Wetter ist, weil ich nehme die Folge gerade am vergangenen Wochenende auf. Das heißt, da ging es ja relativ mit dem Wetter bei uns. Relativ, sagen wir mal so. War nicht gerade unbedingt das Dollste. Ziemlich viel Wind einem drum und dran und bewölkt und ja, halt ein bisschen frisch. Ja. Und deswegen hoffen wir mal, dass heute besseres Wetter ist. Ich würde mich freuen. Schön gemütlich im Garten sitzen, Wetter genießen. So. Aber so ist es ja eigentlich immer. Ne? Ist es zu warm, da beschwert man sich. Ist es zu kalt, beschwert man sich. Im Prinzip, wie das Wetter ist, so ist es irgendwo auch verkehrt. Ne? Der eine mag es ein bisschen kühler, der andere mag es ein bisschen wärmer. Ist halt nun mal so. Ich persönlich muss zugeben, von mir aus 30 Grad im Schatten finde ich einmal frei. Finde ich klasse. Aber es gibt halt auch Menschen, die da echt Kreislaufschwierigkeiten haben. Und ja, die fühlen sich halt bei solchen kühlen Temperaturen, sag ich jetzt mal, wie es jetzt zur Zeit ist, fühlen die sich eben wohler. Ist auch vollkommen verständlich, weil da ist der Kreislauf in dem Sinne entspannter und der Körper läuft nicht so auf Hochtouren. Deswegen erfreut euch dran, es gibt nichts Schöneres auf der Welt als das, wenn man gesund ist. Ist ganz einfach so. Gesundheit ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Genau, nehmen wir uns dann nachher unseren Jenny, unseren schönen New Holland Presse und dann pressen wir das Ganze. Sollte relativ typisch gehen. Müssen wir mal gucken. Denn selbst wenn wir heute nicht fertig werden, machen wir es einfach in der nächsten Folge fertig. Ist doch gar kein Problem. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Himmelherrgott, noch einmal. Wir müssen jetzt nämlich beeilen, die nächste Wachstumsstufe kommt bestimmt auch bald. Lang gestriffen. Ein Euro Lohnzahlung, ja, weil jetzt gerade der Helfer reingesprungen ist. So, genau.
zusammen und dann stellen wir den hier hoch an die Seite. So. Und dann ab zur Presse. Und los geht's. Mal Inhalt wird gespeichert. Ja. So, gucken wir noch mal kurz hier rein. Und zwar, wir wollten ja gucken nach einem Ladewagen. Nee, das war's nicht. Wo haben wir es denn? Hier Ballentechnik. Hier haben wir es. Ballentechnik. So. Das sind die. Hölle die Waldfee, 50.000. Puh. Ja, ich glaube, wir werden selber laden. Das Geld haben wir noch nicht, das können wir uns noch nicht leisten. So. Können wir uns dann, denke ich mal, sorry, können wir uns dann, denke ich mal, leisten, wenn wir mit der Milchproduktion und der Käseproduktion, sag ich mal, gut durchstarten können, dann sieht es vielleicht anders aus. Ja, jetzt mal einen Schluck trinken, ich habe einen Frosch im Hals. Quack, quack. So ist das besser. Machen wir das Licht an her. Wollen wir mal sehen. So. Okay. Das Pressen werde ich vielleicht ein bisschen offscreen weitermachen. Weil das wird dann doch schon etwas dauern. Würde ich sagen. So. Was mir hier auch sehr gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, die Schwadform bzw. so die Ansicht der Schwade sieht gut aus. Gerade so bei der ersten Wachstumsphase, wie wir es jetzt gerade haben, leider, sieht das richtig cool aus. Wir müssen dann bloß mal noch fix gucken, wie es aussieht mit der Beschaffenheit der Wiese, ob wir kalken müssen oder düngen. Aber ich glaube,
Das wird dann eher zu spät, weil bei der nächsten Wachstumsstufe könnte es sein, dass es dann schon durch ist. Aber das macht nichts, das gucken wir uns mal an. Das schauen wir uns einfach mal an. Auf jeden Fall haben wir schon gut Ballen hier liegen. Oder? Das sieht schon mächtig gewaltig aus. Wie jetzt hier auf dem Stückchen, so sieht es immer bei unserem Bauern im Nachbardorf aus. Wenn er loslegt mit seiner Presse, dann macht er auch nur Rundballen. Rundballen normal und Rundballen Wickel, also Silagewickel. Und ja, ist immer ein schönes Spektakel, das Ganze live zu beobachten. Macht wieder Laune auf Meer. Und ja, deswegen bin ich da auch des Öfteren mit unterwegs, schauen wir das selber mit an und verfolge das auch immer regelmäßig, wenn die Arbeit ansteht. So. Aber gut, meine lieben Freunde, das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann das Liken nicht vergessen und ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!